Hallo zu einem neuen Video von mir und einem Freund, wie in meinem Update-Video schon erwähnt. Ja, es ist ein Minimog, nicht wirklich groß, aber ziemlich detailliert dafür, finde ich. Oder finden wir eigentlich. Und ja, ich fange jetzt einfach gleich mal an, was wir hier gebaut haben. Wie gesagt, es ist ein Freund dabei und dreht auch, also ja. Fangen wir mal an hier auf dem Dach. Da seht ihr einen Off-Trooper, keine Ahnung, der halt hier so Scharfschütze macht. So. Ja, also dieser Off-Trooper als Scharfschütze getarnt. Hier auf dem Dach halt, also, ja, und hier eine Falltür. Das war klar, dass das auch nicht gehen will. Egal. Ja. Dann machen wir weiter. Hier mit diesem Ding hier, Blatt halt, ja. Hier also eine Tür, die auf und zu geht. Ups. Ist der Griff abgeflogen. Da drüben halt auch. Ohne Griff halt. Machen wir jetzt nicht ganz zu. So, dann machen wir hier hinten weiter in dieser kleinen Gasse zwischen diesen zwei Kashyyyk-Häusern. Oder ich weiß jetzt eigentlich, mir ist jetzt halt nicht so eingefallen, was für Planeten so irgendwie so aussehen. Und ja, ich habe jetzt einfach mal auf mich ausgemacht und dann ist es rausgekommen. Denkt euch einfach, keine Ahnung, wisst, wenn ihr einen Planet wisst, wo es so aussieht, dann schreibt es in die Kommentare. Aber ich weiß jetzt, mir ist jetzt keiner so konkret eingefallen. Ja, auf jeden Fall, hier ist halt ein Off-Trooper nochmal einer. Hier. Der halt also mit so einem Geschütz steht, so einem schweren MG. Ja, da hinten halt noch so ein kleiner Baum. Ist halt auch viel Kashyyyk, auch so büschig eher. Ja, da vor sich steht noch das als Tarnung. Ja, dann machen wir weiter mit dem Horn Company Trooper, der halt gerade aus der Tür hier rennt. Ist der ja hier. Rausrennt. Und halt jetzt ins kleine Schlachtfeld. Das ist nicht groß, aber. Wieso steht er falsch? Ja, der ist in die Richtung hier gelaufen. Ach, egal. Naja, passt schon. Ach so, das steht eigentlich so. Sollte er eigentlich stehen. Ach, der schießt halt gerade den da ab, den Kommandogrün. Der fliegt halt auch schon so nach hinten. Also hier hat er so einen Boden detailliert. Da hinten jetzt mehr als hier. Weil damit ein bisschen dann... Ich wollte jetzt nicht... in den ganzen Kisten noch diesen schönen scheiß Ding untersuchen. Darauf hatte ich jetzt keinen so einen Riesenbock. Ja, dann machen wir weiter mit Anakin. Der halt hier dabei ist und halt hier zur sozusagen Besichtigung des Planeten oder halt einfach hier ist. Keine Ahnung warum. Was weiß ich? Keine Ahnung. Ah, egal. Da ist halt noch Commander Gree. Der Typ wieder. Ja. Hab ich auch ganz neu von einem Freund gekriegt. Dann hier eben zwei ganz normale Drohnen. Der hier stellt sich halt Commander Gree in den Weg. Da ist einer, der auf Anakin schießt. Was? Das Ding soll scharf stellen. Ach, egal. Ich hoffe, man erkennt es jetzt. Da ist ein Kommandodruide. Ich mal von vorne. Dreh mal. Ja, egal. Da ist halt ein Kommandodruide. Da ist mein Kommandodruiden-Captain. Da haben wir jetzt noch einen nicht dabei, den hier. Der ist halt schon am Arsch. Der hat mein Freund natürlich wieder den Arm verloren. Ja. Nee, Spaß, also der ist halt nicht mehr. Der ist halt irgendwie, keine Ahnung, verloren gegangen oder so. Ja, den haben wir jetzt nicht eingebracht, weil es für mich sonst zu viele Droiden wären. Sagen wir mal, halt. Hier sind halt auch so Droiden. Der eine stellt sich halt auch Anakin im Wege, aber das ist natürlich kein Problem für den. Insgesamt sind es recht wenig Klone, die dabei sind, weil es sonst einfach zu groß wäre. Ja, machen wir weiter mit dem Wookie. Der spießt den halt da so auf und das war es eigentlich mit dem Schlachtfeld. Ja, ich mache jetzt dann weiter mit dem hier, mit dem Dach. Dazu machen wir einen kurzen Schnitt und nehmen es ab. Da ist eben so ein weißer Klon drin. Mit einem Hologramm in der Hand.
Da war noch so der Helm von dem. Ja, er hat halt gerade 0 bekommen. Hier ist noch das Scharfschützengewehr von dem. Und dann halt ja noch Computer und also technische Geräte. Ja, dazu brauche ich nicht viel sagen. Also das ist eben dieser kleine Haus. War eigentlich mal so irgendwie sowas mit Bauernhaus oder so. Aber jetzt ist das halt ein bisschen so zum Klonhaus geworden. Also halt, wie soll man dazu sagen? Mache ich jetzt nochmal einen Schnitt zum anderen Dach abnehmen, weil es uns alles ineinander zusammenbricht. Yay! Ne? So, das ist halt das zweite kleine Teil da. Da ist eigentlich die Tür oben, der Rand halt da rein. Vergisst sie halt zu schließen, weil es ist halt alles so in einem. Scheiße, da fliegt das Dach ineinander zusammen. Auf der anderen Seite, aber egal. Ich brauch's uns wartet. Erklär du mal weiter, was halt. Ja, also hier sieht man dann die Gewehre. Da ist ein Sniper-Gewehr, da ist ein Blaster. Kleines Gewehr und eine Panzerfaust. Genau. Und dann sieht man hier noch ein Jetpack. Und dann noch so irgendwas, was man vielleicht mal brauchen könnte. Wasserflaschen trinken. Also weiß ich jetzt nicht, was das sein soll. Hier ist eingebaut. Ja, hier ist dann ein Tisch, wenn mal in der Basis oder wenn gerade kein Krieg ist, kann die Brettspiel. Ja. Das war's ja eigentlich dann schon. Ja, da zieht sich gerade den Helm auf und holt sich seine Waffe. Also, so, da zieht sich gerade den Helm auf und holt sich dann seine Waffe und rennt wieder raus aufs Schlachtfeld. Genau. Ja, ja. Das war's dann eigentlich, oder? Ja, das lasse ich da. Ja, das war's eigentlich auch von mir. Es ist ein kleiner Mock, aber halt jetzt recht detailliert. Und, ja. Ja, dann tschüss. Tschüss.